Ja, und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Da brauche ich nicht. Ah komm, ich speichere nochmal ganz kurz. Kapitel 13, so gespeichert, fertig. Weiter geht's im Text. Hier steht keine Brühe mehr, ne? Ne? Okay. Ich gehe aber noch mal ganz kurz rein. Wegen dem Dia alleine schon. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ja, feines Kätzchen. Ja, ne? Oh, ich kann's bewegen. Wir haben bis jetzt nur ein Dia übersehen, ey. Das ärgert mich. Mann. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif, so klug und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Noch nichts. Danke, Kätzchen. Haben nicht viele Teile. Er fehlt noch eine Waffe. Ja, ich weiß welche. Der Flammenwerfer. Ob ich den nochmal zusammenbekomme, also bei aller Liebe, ich denke nicht. Ich glaube, sie, wir sie haben... Sie brauchen wieder meine Dienste. Die macht mir immer mehr Angst. Ja, ich muss hier hin. Erstmal. Ja, wir haben einen Schlüssel. Toll. Danke. Wir haben fast alles auf... 6. Nein, bin ganz ehrlich, Schusshaltung noch geringer Rückstoß beim... Oh, okay. Rückstoß, bin ich ganz ehrlich, interessiert mich recht wenig. Was ist mit der Gesundheit? Deine Schmerzen, Lorenz, sodass du Angriffe überleben kannst. Die anderenfalls mehr als genug Schaden verursachst, um dich zu... Was erhöht deinen Schmerztoleranz, sodass du Angriffe überleben kannst, die anderenfalls mehr als genug Schaden verursachen, um dich zu töten. Okay, das hört sich interessant an. Das hört sich echt... Aber ich guck mal ganz kurz bei List, wie es da aussieht.
Ernsthaft? Dann spare ich. Aber ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ich kann nicht zielen, ne? Aber jetzt kann ich zielen, glaube ich, ne? Ne. Eieieiei. Gut, gut. Also, wo müssen wir hin? Suche dir einen Weg durch die Überreste von Union, um zum Hotel im Geschäftsviertel zu gelangen. Ja, würde ich gerne verfolgen, das Dingens. Aber ich weiß nicht mal, wo lang es geht. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Theodor hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Und hier drin ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, ich sehe, dass Sie bereit sind. Wie haben Sie... Natürlich. Die Teampsychologin. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. Seitdem fühlte sie sich schuldig. Deswegen hat sie mitgemacht. Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Um was für Informationen sollen wir jetzt hier angucken? Das Problem ist, es wird mir einfach nicht angezeigt, ne? Also hier scheint es nicht lang zu gehen. Voll toll. Gut, das heißt, wir müssen hier durch den einen Raum hier. Durch den Raum hier. Und dann ins Markt rein. Also aus dem Markt raus. Kann mich da draußen niemand hören? Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Und ihr wisst, wir nehmen alle Nebenmissionen mit.
Ja, würde ich gerne. Achso, ne, ja, nein. Wir machen natürlich erstmal die Nebenmission, also nimm mir das nicht übel oder so. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Du folgst deinem Ruf nicht! Tschüss, ich kann. Alter, bitte was? Der fackelt die einfach alle nieder, wa? Juckt ihn einfach nicht mehr. Der brennt einfach alles nieder, ey. Der Dude. Ja, du musst näher kommen, Bruder. Danke fürs Aufräumen hier.
Ich glaube. Du wirst gereinigt. Ich verpiss mich einfach von hier. An der Stelle sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.